Shalom, ihr lieben Brüder und Schwestern. Wir fangen wieder mit unserer Lehre an. In Offenbarung 21 und reden über das ewige Jerusalem, das, welches vom Himmel gekommen ist. Und heute reden wir von Vers 9 und weiter in Kapitel 21. Diese Stadt Jerusalem ist eine Stadt, wie es keine andere auf Erden gibt. Auch was die Materialien betrifft, von der sie gefertigt ist, Straßen von Gold, Grundfeste von Edelstein, ihre Tore, so groß wie sie auch sind, ist ein großer Edelstein und ihre Größe ist 2400 Kilometer Breite, Länge und Höhe. Es gibt heute keine solche Stadt auf der Erde. Der Abstand ist wie von Israel nach Europa oder von Israel nach Afrika. Und sie ist auch in die Höhe. So, das ist etwas, was man in der Welt noch nicht gesehen hat. Ich lese von Vers 9. Und es kam zu mir einer der sieben Engel, welche die sieben Schalen hatten, die mit den sieben letzten Plagen gefüllt waren, und redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir die Frau, die Braut des Lammes, zeigen. Dieses Jerusalem heißt die Frau, die Braut des Lammes. Jesus heiratet nicht mit einer Stadt aus Gold gemacht. Er heiratet mit den Einwohnern der Stadt, seiner Gemeinde, von allen Völkern, alle, die an ihn geglaubt haben, vom Volk Israel und von allen Völkern. Und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam. Das heilige Jerusalem, Gott hat Jerusalem erwählt. Er hat diesen Platz erwählt, um dort seinen Namen wohnen zu lassen. Dort hat Abraham Melchisedek getroffen, ein Priester des Höchsten, und hat ihm den Zehnten von der ganzen Beute geopfert. Dort war die Opferung Isaaks. Dort wurde Jesus gekreuzigt. Dort ist er vorher auch noch geboren, in Bethlehem, eine Stunde zu Fuß von Jerusalem. Von dort, vom Ölberg, ist er in den Himmel gegangen. Und dort wird er zurückkommen bei seiner zweiten Erscheinung, wenn er auf dem Ölberg landet. So, der ganze Heilsplan Gottes für die Welt dreht sich um den Platz Jerusalem, den er erwählt hat. Und dieses Jerusalem heißt die heilige Stadt. Alles, was heilig ist, ist Gott geweiht zur Benutzung Gottes. Ich möchte sagen, dass jeder, der heute Jerusalem zu einem anderen Ziel benutzt, politisch, religiös, korrupt von Sünde und Unreinheit, der beschäftigt sich mit einem Platz, den Gott als seinen Seinen definiert hat. Und ich erbarme mich über solch einen, was ihm in der Ewigkeit geschehen wird. Es lohnt sich nicht, was Gott geweiht ist, anzutasten. Und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam, welche die Herrlichkeit Gottes hat und ihr Lichtglanz gleich dem köstlichen Edelstein wie ein Kristall heller Jaspis. So die Beleuchtung dort, das Licht dort ist wie ein Kristall. Und sie hat eine große und hohe Mauer und 12 Tore und an den 12 Toren 12 Engel und Namen angeschrieben, nämlich die der 12 Stämme der Söhne Israels. Jedes Tor von den 12 Eingangstoren der Stadt, 3 von Osten, 3 Westen, 3 von Norden, 3 von Süden, jedes Tor trägt einen Namen von einem der Stämme Israels. Und dann lesen wir in Vers 14, und die Mauer der Stadt hat 12 Grundsteine, und in ihnen waren die Namen der 12 Apostel des Lammes. Auch alle 12 Apostel des Lammes waren vom Volk Israel, Juden vom Volk Israel, Matthäus, Johannes, Jakobus, Simon, um nur ein paar ihrer Namen zu erwähnen. Denkt darüber nach, über die Bedeutung dessen, was wir gerade geredet haben. 12 Apostel, auf denen die Stadt gegründet ist. Sie haben die Gemeinde gegründet. Sie sind der Grund der Gemeinde, die Grundfeste. Die 12 Apostel, die Jesus gesendet hat, und die 12 Tore Israels, und der König dieser Stadt heißt Jesus, der im Neuen Testament der Löwe vom Stamm Juda heißt, und die Stadt heißt Jerusalem. In Kürze, alle Namen deuten auf das Volk Israel hin.
das Land Israel. Wie können Antisemiten in diese Stadt einziehen? Sie werden nicht in diese Stadt einziehen können. Jemand, der wirklich vom Heiligen Geiste geboren ist, kann nicht antisemitisch sein. Denn der Geist Gottes, trotz aller Sünden des Volkes Israel und all der Zorn, wo Gott uns als Volk bestraft hat, als wir in die Exile gingen und so weiter, aber trotz allem hat Gott immer noch dieses Volk erwählt und Jerusalem und jeder, der es wagt, aufzustehen und zu fluchen und kämpfen und töten und verletzen und rauben. Da sagt Gott in Zacharia 2, jeder, der euch antastet, das Volk Israel, der tastet meinen Augapfel an, den Augapfel Gottes. In Vers 22, ich überspringe, da steht uns geschrieben, und einen Tempel sah ich nicht in ihr, denn der Herr Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. So gibt es dort keinen Tempel. Warum war ein Tempel nötig? Das ist ein Platz, der Gott geweiht ist. Das ist der Platz, wo die Gegenwart Gottes war. Aber in dieser Stadt ist Gott an jedem Platz. Das ist die Stadt Gottes. Er ist dort. Man braucht jetzt nicht mehr einen Tempel mit einer kleinen Gegenwart über der Bundeslade, wie es im Tempel war, den Salomo gebaut hat. So gibt es da keine Notwendigkeit für einen Tempel. Gott, der Gott der Heerscharen, ist ihr Tempel und das Lamm Jesus Christus. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Gott ist Licht, steht geschrieben, und deshalb gibt es keine Notwendigkeit für Sonne und Mond und alle anderen Leuchtmittel. Dort wird es alle Zeit Licht haben, Nacht wird dort nicht sein. Und die Heidenvölker, die gerettet werden, werden in ihrem Licht wandeln, und die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit und Ehre in sie bringen, und ihre Tore sollen niemals geschlossen werden den ganzen Tag, denn dort wird keine Nacht sein, und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie bringen. Es wird Völker geben, heute, wo Gott von jedem Volk und jeder Zunge, jeder Stamm hört, die Botschaft, und sie kommen zum Glauben. In der Ewigkeit zeigt sich, werden sie als Gruppen von Völkern bleiben, die weiterhin zu dieser Stadt kommen werden und Gott dienen. Und es wird niemals jemand in sie hineingehen, der verunreinigt, noch jemand, der Gräuel und Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. Alle anderen werden in den Feuersee geworfen werden. Nur wer im Buch des Lebens des Lammes geschrieben ist, können Einwohner der Stadt von Jerusalem von oben sein. Kapitel 22. Und er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom von dieser und von jener Seite aus war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils eine, und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. So ein Strom, der fließt, Bäume, die es gibt an den Seiten des Flusses, Blätter, die Gesundheit geben. Das hier geschrieben steht zur Heilung der Völker, das bedeutet nicht, dass es Krankheiten gibt, denn im Himmel wird es keine Krankheiten mehr geben. Wir haben gelesen, dass es dort keine Trauer und Tod und Weinen geben wird, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Es steht in Vers 4 von Kapitel 21, dann wird es dort keine Krankheiten geben, aber es gibt Essen, das voll von Leben und Gesundheit ist. Dann Kapitel 22, Vers 3, und es wird keinen Fluch mehr geben, und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen. Es wird keinen Fluch mehr geben, es etwas, was man ablehnt, das wird es nicht mehr geben, denn alle dort sind erlöst, alle dort sind Heilige, alle sind Gerechte, alle glauben an Gott, alle sind für Gott erkauft, und Gott liebt und Gott herrscht, und Satan gibt es nicht. Und die Menschen gehen mit ihrer neuen Natur, nicht der sündigen Natur, die in jedem Einzelnen von uns ist. Und sie werden sein Angesicht sehen, und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. In dem neuen Leib, den wir in der Ewigkeit bekommen werden, da können wir das Angesicht Gottes sehen. Ihr erinnert euch, Mose wollte Gott sehen, und Gott hat ihm gesagt, es kann mich kein Mensch sehen und am Leben bleiben. Du kannst nicht mein Angesicht in meiner Herrlichkeit sehen und leben. Er hat ihn nur von hinten sehen lassen. Aber hier steht, wir werden sein Angesicht sehen, weil wir einen Leib haben werden, der in der Heiligkeit Gottes stehen kann. Und es wird dort keine Nacht mehr geben, und sie bedürfen nicht eines Leuchters noch des Lichtes der Sonne, denn Gott, der Herr, erleuchtet sie, und sie werden herrschen von der Ewigkeit zur Ewigkeit.
Jesus hat versprochen, den Gläubigen, all denjenigen, die überwunden haben und in den Himmel gegangen sind, ob vom Volk Israel oder von allen Heidenvölkern, teilhaben zu lassen an seinem Reich. Wir haben Herrschaft, Verantwortungsbereiche im Reiche des Himmels. Wir können das nur vorstellen. Und in Vers 6, der sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott der heiligen Propheten, hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Ja, das ist wahr. Ich glaube an dies, das wird geschehen, das wird in Kürze geschehen. Wenn wir denken in Kürze, wenn man es mit unserem Zeitbegriff von heute misst, dann sieht das nicht schnell aus. Ja, aber wenn wir über ewiges Leben nachdenken, und für Gott ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag, dann ist die kurze Zeit, die wir hier auf Erden haben, und überhaupt die Existenz der Erde ist wie eine Woche von Tagen. 7000 Jahre alt ist, wird verschwinden und dann werden wir dort sein in der Ewigkeit. Die Zeit wird es nicht mehr geben, wir werden alle diese Dinge vergessen und je mehr wir uns in die Milliarden Jahre in die Ewigkeit entfernen werden, dann werden die Jahre, die wir hier auf der Erde gelebt haben, ohne Bedeutung sein und wir werden uns an sie nicht erinnern. Ja, das wird geschehen, ich glaube an das. Gott, der den Himmel so wunderbar geschaffen hat, dass wir bis heute uns anstrengen, die Geheimnisse der Schöpfung zu erforschen und zu entdecken und wie die Tiere funktionieren und die Schöpfung und die Wunder des menschlichen Körpers. Es gibt so viele Dinge, die wir noch nicht entdeckt haben und verstehen nicht, wie die Dinge funktionieren. Dieser weise und alles vermögende Gott, der das Volk Israel durch die Exile hindurch bewahrt hat und hat uns ins Land Israel zurückgebracht, wie er es versprochen hat. Dieser Gott ist treu, sein Wort zu vollbringen bis zu dem letzten Komma. Und ich glaube ganz an das. Der Staat Israel ist ein Wunder. Ich lebe in einem Wunder. Mein Leben ist ein Wunder. Die Verbindung zu Gott ist ein Wunder. Und ich danke ihm und glaube an ihn und möchte jeden Einzelnen ermutigen, auch diesen Glauben zu bekommen. Möge Gott euch für diesen Tag segnen, liebe Brüder und Schwestern. Lasst uns ermutigt sein. Wir haben eine wunderbare Zukunft, die uns in der Ewigkeit erwartet. Aber lasst uns am Glauben festhalten und bis zum Ende treu bleiben. Shalom, Shalom.